jetzt endlich geht's los. Bist du bereit, Marvin? Oh ja, Mann. Ist das auch noch? Cool. Du bist bereit, Mann. Das ist irgendwie so ein. Das ist so ein Hammerlied. Das kennt kein Mensch. Und stell dir mal, du wirst den Anfang schon. Okay, gib der Bestes. Hey, Digga, was geht? Was ist bei dir los? Wollen wir Party machen? Sag mal, hast du noch Moos? Weiß nicht genau, warte, schau grad mal nach. Hab dafür einen Puppen, der ein Excel-Grow-farbiges Fach. Wo ist das ganze Kleingeld sammle? Bevor ich dies in Kinos für Popcorn und Cola verzammle. Okay, dann zähl es mal nach. Und wenn du nicht genug hast, dann leg ich was nach. Denn dann können wir auf jeden was machen. Du weißt schon, Disco-Bar und andere Sachen. Wir gestalten den Abend nach unseren Wünschen. Und wenn mir nicht einfällt, kannst du dir was wünschen. Was ich mir wünsche, kann mir keiner erfüllen. Im brennenden blauen Cocktail, der beim Trinken anfängt zu brüllen. Trink mich aus! Bis zum letzten Tropfen. Und dazu Tortilla Chips, damit will ich mich vollstopfen. Das alles natürlich in der Diskothek. Glaubst du, wir bekommen für den Eintritt einen Beleg? Schon gut, wir werden den Abend verzehren. Warum wird ja quittiert? Das musst du mir erklären. Das verstehe ich nicht, das ist zu hoch für mich. Eine gute Erklärung hilft da sicherlich. Ich sag dir warum, ich will das steuerlich absitzen. Muss ich irgendwie meine Steuererklärung abhitzen. Man merkt, ich bin ein Spaß, immer fake. Vielleicht bin ich deswegen so bei Discountern beliebt. Aber egal, heute lassen wir die Geldbörsen leer. Lassen uns sie zu Weihnachten mit Frauen beschenken. Hören den Sonnen, welchen der DJ pflegt. Deren Kunst, die Wille Seite wieder belebt. Passt schon, ich hab schon Krankes gesehen. Und wenn du mich fragst, ich kann dich verstehen. Denn die Steuern sind wirklich thermostatisch hoch. Aber wie du sagtest, komm, jetzt gehen wir los. Aber jetzt mal eine andere Frage. Sag mal, passt mein Outfit zur Disco heutzutage? Heutzutage sind die 80er vorbei. Aber wer weiß, vielleicht ist das der letzte Schrei. Ich meine, diese breiten Jeans und diese Afro-Look. Du kannst damit rechnen, dass dich jedes Mädel gleich anguckt. Ich meine, Sans, dein Outfit sieht zu gut. Doch sollst du, geh rein, lass dein Hängst im Nu raus, zeig den Charme. Den Mädel wird's gefallen, sie werden so wie Affen über Bananen über dich herfallen. Ich plane mental, ich setz einen Schritt in den Club rein. Höre die Musik und schwinge erstmal mein Tanzball. Wow. Komm her, du kannst es auch. Siehst du dort die Blondine, sie hat nach dir geschaut. Genau so müsste der Abend verlaufen. Da müssen wir danach nicht Frust saufen. Aber wer von uns beiden wird den Abend nach Haus? Ach Quatsch, ich schau grad mal auf den Fahrplan rauf. Und dann fahren wir mit Bus oder Bahn. Stimmt, da können wir uns Problem mit dem Auto ersparen. Ich sehe schon voraus, die Nacht wird ziemlich extrem. Hey, ich kann den Türsteher schon sehen. Hallo. Meinst du den großen Breiten mit der Glatze dort? Oder die schöne Braune mit den ganz kurzen Shorts? Nein, ich muss dich desillusionieren. Ich denke, sie wird kaum als Türsteher fungieren. Denn dafür ist sie einfach viel zu geil. Lass dich weiter labern, jetzt geht es rein. Okay, aber die schöne Braune nehme ich noch mit. Sag, die macht sich doch bestimmt an meine Seite schick. Oh yes. Oder ist